Mein lieber Zwilling, das ist deine Wochenlegung für die Woche vom 23. zum 29. August. Ich werde gleich in die Karten reinschauen, in jeden einzelnen Tag und rauslesen, was passiert dann an jedem einzelnen Tag in der Woche. Ebenfalls durch die Weisheitskarten werde ich die Botschaften des Universe für dich ablesen. Ein Momentum, genauso wie mit den Schattenkarten. Ja, so zwischen den Zeilen lesen, wozu passiert das Ganze. Like, kommentiere das Video, aktiviere die Glocke, aktiviere, abonniere meinen Channel. Deine private Kartenlegung buchst du unter post@funkyrussiangirlwithlove. Die E-Mail ist unten eingeblendet. Oder über Direct Message auf Instagram. Die geführte Meditation findest du ebenfalls in der Beschreibung zum Video. Okay, meine lieben Zwillinge, was passiert in eurem Leben in dieser Woche vom 3. zu 29. Mut, oh mein Gott. Mut zum Anderssein. Ah, yes. Yes. Mut endlich nicht mal anders sein, sondern Mut, ihr selbst zu sein. Mut zu euren. Also schaut mal, Mut, vergangener Leben, Isolation, Teilen, Unschuld, Erschöpfung und Politik. Meine lieben Karten, für die lieben Zwillinge, was bedeuten die einzelnen Karten bitte? Ich bitte um die Aufklärung. Mhm. Also Montag steht im Zeichen von Mut, des Mutes. Wir haben Buben der Münzen unten drunter. Das heißt, vielleicht kriegt ihr jetzt ein Projekt, ein Angebot, ein Jobangebot oder irgendein Projekt, was oder eine Aufgabe, die für euch neu ist und die Mut erfordert. Und da es Mut erfordert, heißt das, das bringt euch aus eurer Komfortzone. Aber wir wissen, alles, was uns aus unserer Komfortzone bringt, bringt uns eigentlich immer näher zu uns selbst. Wow. Am Dienstag profitierst du, schau mal, der Hohepriester, die vergangenen Leben. Am Dienstag, vielleicht trittst du diese Tätigkeit sofort am Dienstag an und du wirst merken, du hast diese Tätigkeit noch nie gemacht, aber du machst sie so krass, als hättest du das schon dein Leben lang gemacht. Und ich würde mal sagen, das passiert deswegen, weil du es aus deinen vergangenen Leben kennst. Der Hohepriester, meine Herren, Hohepriester, die 5 Stier. Mhm. Erdenergie. Also du fühlst dich da wirklich mit dem Göttlichen, also du agierst so, als würde jemand hinter dir stehen und sagen, mach das, mach das, mach das, mach das, du tust das, ohne dass natürlich hier jemand hinter dir steht und das, ich habe einen Vogel auf dem Balkon. Hallo. Ich habe nämlich immer Futter gehabt, aber jetzt gibt es kein Futter. Oh, der fragt wahrscheinlich, wo ist das Essen? Oh Mist, ich muss mich jetzt... Tut mir leid. So, und am Mittwoch. Yes, und da es dieses Erlebnis so krass wird, wirst du am Mittwoch dich ein bisschen vielleicht davon, wie soll ich sagen, allein damit fühlen, weil vielleicht dieses Überirdische vielleicht... Kriegst du irgendeinen Traum und in diesem Traum wird dir eine Anweisung geschickt. Du wirst mit anderen gestorbenen Menschen kommunizieren. Und am Mittwoch sitzt dieses Ereignis vom Dienstag noch quasi in den Knochen. Und du denkst, oh mein Gott, du fühlst dich irgendwie allein damit. Aber da sind 10 der Münzen. Das heißt, vielleicht wird dir eigentlich gezeigt, dass Junge oder Mädel dieser übersinnlichen Fähigkeiten, dieser starke Intuition, dieses Hellsehen, das ist 10 von 10. Das ist das, was dich reich werden lässt. Entweder machst du es wirklich zum Beruf oder du vertraust auf deine innere Stimme. Das heißt, du triffst dann irgendwann Entscheidungen nicht mehr auf deinem Verstand und auf der Angst basierend, sondern auf diesem Erlebnis basierend. Teilen. Ach, schau mal. Oh, ich sehe hier, dass du mit jemandem darüber sprichst. Vielleicht gehst du sogar, am Donnerstag wirst du sogar vom Leben aufgefordert, ist tatsächlich diese Fähigkeit, dieses Skill mit anderem zu teilen. Am Freitag bist du so glücklich, weil es ein Erfolg war
Und du fühlst dich endlich wieder unschuldig. Das ist so schön, dass du sagst, yes, yes, yes. Ich bin so stolz, dass ich da zugesagt habe auf dieses Angebot und dass ich es gestern gemacht habe am Donnerstag. Ritter der Schwerter. Oh yes. Ego-Tod und Erschöpfung. Endlich wird dein Verstand gekillt, weil natürlich hast du ja am wahrhaftigen Leibe, am eigenen Leibe erlebt, dass es eigentlich auch anders geht im Leben. Bube der Schwerter. Neue Idee, neue Gedanke. Ah ja, okay. Oh, liebe Quelle, ich habe gerade keinen Zugang. Bitte noch drei Karten. Was bedeutet das? Bube der Stäbe. Bube der Kelche. Ich fasse es nicht. Bube, Bube, alles etwas Frisches, Neues und fünf der Kelche. Also pass auf. Wie gesagt, am Samstag bist du ein bisschen erschöpft nach der Woche. Auch wenn es schön war, merkst du, oh, oh. Du bist fertig, weil es natürlich energetisch sehr anstrengend war, weil du bist ins kalte Wasser geschmissen worden, auch emotional, vorwiegend emotional. Und du musst das mal alles verarbeiten. Und ich glaube, am Sonntag wird dir klar, dass dein Leben bis jetzt eigentlich eine Lüge war. Yes. Dass dein Leben bis jetzt eine Lüge war. Das alles möchte eigentlich aus dir endlich deinen echten Warrior, deinen echten Kämpfer machen, die echte Kämpferin. Dass du endlich mal nicht mehr nach Regeln, na, nach den Matrix-Regeln agierst, sondern auch mal in die Wildnis gehst und deine Vielfältigkeit erlebst und nicht mehr das gehorsame Mädchen, der gehorsame Junge sein musst, die gehorsame Tochter oder Sohn, auch wenn du über 50 bist. Yes, es werden neue Ideen geboren. Yes. Ja, du lässt dann am Wochenende dann natürlich los. Die Werktage sind sehr aufregend. Jink, du kommst ins Fließen. Yes, sehr schön. Neue Wege gehen, in die Weiblichkeit kommen und du springst ins Ungewiss, ins Ungewisse. Yes, oh, geht hier richtig ab. Welche Zahl ist deine Zahl für die kommende Woche, liebe Zwilling? Die 8. Unendlichkeit und auch gleichzeitig die Fülle. Auch wenn du dich vielleicht am Wochenende und du dir vielleicht, obwohl du dich unschuldig gefühlt hast und wie eine Sonne und was voll in deinem Element am Freitag, dich ein bisschen schuldig fühlst, weil du mega erschöpft bist nach der Woche und sagst, was habe ich mir angetan? Wow. Sagen die Karten, nee. Erstmal ist es quasi der Prozess und das bringt dich Unendlichkeit, ne? Und das bringt dich in die Fülle. Und deine Affirmation ist, ich bin mit all meinen Gefühlen in Frieden. Das heißt, du darfst kommende Woche etwas loslassen, vor allem auch dein wahres Potenzial entdecken, übersinnliche Fähigkeiten entwickeln, aus deren schöpfen, die entweder zum Beruf machen oder einfach erstmal in deinem privaten Umkreis helfen, dir selbst helfen. Endlich mal Leichtigkeit spüren und keine Schuld mehr für dieses Gefühl, sondern oder für diesen Skill, sondern du merkst, dass es ein, dass eine höhere Aufgabe dahinter versteckt. Du wirst dich am Samstag ausruhen und am Sonntag wird dir klar, dass dein Leben eine kleine Lüge war. Nicht in allen Bereichen, vielleicht in jedem, aber das neue Leben wartet auf dich, weil das Leben möchte, dass du Vielfältigkeit erlebst und nicht nur eine Richtung. Mein lieber Zwilling, was für eine powervolle, mutige, ermutigende Legung. Like, kommentiere das Video, teile die mit anderen Zwillingen, damit sie auch davon profitieren. Lass mich wissen, ob es mit dir resoniert und bis zum nächsten Video. Ciao.